winterliches Hallo von Maikes Rappelkiste. Boah, kalt ist es, oder? Ich meine, so muss es ja auch sein im Winter. Manche von euch haben ja sogar richtig viel Schnee, wie ich gehört habe. Bei mir zu Hause lässt der Schnee noch auf sich warten. Aber vielleicht hat die Rappelkiste ja was Verschneites für uns bereit. Was ist das? Ein ganz dickes Buch. Das ist aber schön. Das ist ein Buch mit alten Gedichten. Vielleicht finde ich da ein Wintergedicht für uns. Oh ja, hier, von Christian Morgenstern. Ein alter deutscher Dichter. Ist doch eine gute Idee, oder? Ich würde sagen, ihr macht es euch ein bisschen gemütlich. Ich habe hier auch ein Kissen, damit ich es mir bequem machen kann. Und dann lese ich euch das Gedicht von Christian Morgenstern vor. Das heißt, wenn es Winter wird. Der See hat eine Haut bekommen, so dass man fast drauf gehen kann. Und kommt ein großer Fisch geschwommen, dann stößt er mit der Nase an. Und nimmst du einen Kieselstein und wirfst ihn drauf, so macht es klirr und titscher, 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 dirr. Heißer, du lustiger Kieselstein, er zwitschert wie ein Vögelein und tut als wie ein Schwälblein fliegen. Doch endlich bleibt mein Kieselstein ganz weit auf dem See draußen liegen. Da kommen die Fische haufenweis und starren durch das klare Fenster von Eis, denn sie denken, der Stein sei etwas zu fressen. Doch so sehr sie die Nasen ans Eis auch pressen, das Eis ist zu dick. Das Eis ist zu alt. Sie machen sich nur die Nasen kalt. Aber bald werden wir selbst und auf eigenen Sohlen hinausgehen können und den Stein wiederholen. Das ist ein ganz altes Gedicht, das habe ich schon als Kind ganz oft gehört. Ich mag das unglaublich gerne. Wir erleben es hier leider sehr selten, dass wir wirklich auf einen zugefrorenen See gehen können, weil es einfach nicht so doll schneit und friert bei uns. Das ist auch gar nicht ungefährlich. Aber vielleicht habt ihr ja eine Eishalle bei euch in der Nähe und könnt da mal aufs Eis gehen und ein bisschen Schlittschuh laufen. Das macht nämlich wirklich riesen Spaß. Also, macht's euch ein bisschen gemütlich, genießt die frostigen Tage und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!